Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4. Es ist 2.03 Uhr. Und nee, wer spielt mit Puppen? Ja, so ist das bei uns in der Familie. Wer geht jetzt schlafen? Nee, ja. Braves Kind. Da lacht sie. Kleine Maus. Taps, 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 taps. Wer lacht denn hier? Lachst du beim Schlafen? Ja, ist okay. So, nehmen wir ein kleiner Nachtmensch. Geh schlafen jetzt. Braves Kind. Hunger hast du denn auch schon wieder? Schmutzig bist du da. Und damit beginne ich die Folge, damit es alle pennen. Wer ist denn wach? Ist jemand wach? Bei Lilly sieht es immer so aus, als wenn hier Licht brennt. So. Oh nein. Traurig wegen Albtraum. Ja, du brauchst die jetzt nicht wecken. Du kannst das mal noch essen. Ist ja noch gut, ne? Ja. Isst es mal. Der Matt hat dann auch Hunger, aber der kann sich um sich selber kümmern. Dem Ede fehlt Spaß. Ede, weißt du was? Du gehst mal hier auf Toilette. Das macht zwar keinen Spaß, aber egal. Und dann gucken wir mal, ob dir ein bisschen Klettern Spaß macht. Oh, Ede, hältst du da davon? Du hast heute auch frei, du kannst dann später noch ein bisschen schlafen. Du musst halt arbeiten, theoretisch. Du wirst aber den Tag Urlaub nehmen. Reisen, Urlaubstag nehmen, genau. Und die Lilly muss auch arbeiten. Die wird sich auch einen Urlaubstag nehmen. Denn die Mädels haben heute Geburtstag. Hoffe ich. Was denn? Was denn? Oh. Gott, bist du durch. Ede, was ist denn mit dir los? Schmeckt? Warum fühlten sich denn. Ach so, da bist du. Wie konzentriert sie in die Windeln macht. Nevia. Also sie macht auf jeden Fall gerade in die Windeln, aber dass sie dabei so konzentriert ist, ist schon faszinierend. Naja, du kommst schon klar. Ede, jetzt bin ich gespannt. Aha, Ede. So. Oha. Ede. Was denn das? Ach, weil du Hunger hast. Dann iss halt erstmal was. Du gehst halt erstmal was essen, ist okay. Du kannst mal Frühstück servieren, Eier und Toast. Die Lilly ist am Zocken. Das Mäuschen schläft noch. Oh, was machst denn du jetzt? Ach! Jetzt wächst du sie? Warum wächst denn du sie? Warum wächst denn du die Niki? Nee, Niki, du brauchst es nicht mit Puppen spielen. Also wirklich. Die Niki muss dann gleich in die Schule. Du kannst mir hier den mal umarmen. Kannst du jetzt hier. Ja, du kannst hier mal Doktor spielen. Nichts mit Umarmen, nichts mit Puppen spielen. Spiel mal hier Doktor. Dann hast du noch ein bisschen Spaß. Okay. Ja, hier, genau. Was könnte er denn haben? Oh, gibt's die Spritze?
Ede, Ede, nein. Ach, bist du doof. Ede, warte mal. Ede, bitte fortsetzen. Ja, nix. Fortsetzen und dann kannst du essen. Die Lilly nimmt sich jetzt auch irgendwas zu essen. Meinetwegen. Ah, die nimmt sich noch ein Stück Kuchen. Okay. Ach, ihr zwei. Der Papa kümmert sich so süß. Na. Schön. Ede, nicht anbrennen lassen, ja? Ede. Ede. Nein, was machst du denn? Du musst fortsetzen. Dieser Basketballkorb ist echt völlig verbuggt, ne? Also weißt du, Ede, pass mal auf. So, wir greifen jetzt hier mal durch. Wenn ich es denn kann. So, Ede. Schade für dich, ne? Setz das bitte. Ach, weil dir auch Spaß fehlt. Ach, Ede. Eier und Toast fortsetzen. Was ist denn jetzt mit dir? Warum bist denn du jetzt traurig? Ach, okay, wisst ihr was? Ich bin doch in Ruhe. Kann ich bitte zu Lilly umschalten? Lilly. Ich würde gerne zu Lilly umschalten. Zu Niki. Zu irgendjemandem. Es hängt. Deswegen machen wir kurz Pause. Und ich schneide das hier kurz raus, denn ich muss nochmal schnell zwischenspeichern. Prima. Jetzt gehst du in die Schule. Viel Spaß. Was machst denn du? Du tanzt. Und dich alleine. Naja, meinetwegen. Oh, den Jungs geht's ja allen richtig schlecht. Unwohl. Unerfreuliche Umgebung. Okay, der Ede kocht immer noch. Ach, Ede. Ja, das. Weil du dir ständig die Soßen hier anguckst. Deswegen dauert das so lange. So. Sam stinkt. Will sich jetzt ein Stück Kuchen nehmen. Das kannst du machen. Und dann willst du bestimmt von sich aus duschen gehen. Ede, bist du immer noch am Kochen? Nee, jetzt bist du fertig. Ja. Ede. Ede. Ja, man hat's geschafft. Prima. Sam, stinkst du oder stinkt der Kuchen? Du stinkst. Gut. Wo geht denn hin zum Essen? Na, ihr geht raus. Tschüss, Lilly. Da sitzt Matt auch rum. Schön. Lilly, was hast denn du eigentlich vor? Du möchtest rutschen gehen? Na dann. Heute ist dein großer Tag, Lilly. Hat Lilly ein bisschen zugelegt? Ist ja kein Problem. Es gibt ja das neue Fitness-Accessoire-Pack und dementsprechend können wir natürlich auch vom Fernseher trainieren. Wobei nicht geht. Ist okay. Oh, oh. Das tat bestimmt weh. Zum Glück hat es keiner gesehen. Aha. Na, mal sehen. Jetzt kann es nur besser werden, Nelly. Ja. Schön. Mach ruhig. Ja, das ist die Sam, die hier so stinkt. Wie liebevoll Ede darauf reagiert. Die Sam wird danach mal duschen gehen. Was macht denn hier Klein Nevia? Was hast du vor?
Puppenspiel. Das ist okay. Der Matt. So ein Klo. Und ja, jetzt geht sie duschen. Schmeißt sie dich jetzt raus? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, du sollst hier duschen gehen. Dann geh halt baden. Öde. Kann das mal alles aufräumen. So, und dann ist der Ede. Na, die beiden passen ja super zusammen. Matt, was machst denn du jetzt? Ach, weißt du, Matt, geh du doch mal erstmal duschen, bitte. Oh, jetzt habe ich die Sam aufräumen geschickt, ne? Nee, Sam, du brauchst nicht aufräumen. Du kannst hier ein Bad nehmen. Dann kannst du das verwenden. Sozialen und Spaß fehlt dir auch. Dann kannst du hier, es ist 10:41 Uhr, kannst du jemanden anrufen? Mal ein bisschen plaudern oder so. Plaudern mit. Mit Warren. Ach, die könnte aber an der Schule sein. Da nicht mit Rory. Die müsste sogar an der Schule sein, wenn alles richtig läuft. Laura mit. Ich mag niemanden so richtig, ne? Kannst du mal mit Damon plaudern? Der Lilly geht's super. Gut. Was machst du? Herumlaufen und ein Gericht nehmen. Von wo? Na dann. Das packst du schon. Der Matt geht spielen. Der Ede macht sich. Will sich einen Kaffee machen? Okay. Lilly. Lilly! Oh nein, was ist mit dir passiert? Kratzig wegen Krankheit. Oh Lilly, wir hatten heute noch so viel vor. Du kannst jetzt nicht krank sein, wir müssen jetzt erstmal. Ach Mann. Das ist nicht normal. Mehr Auswahl. Bestellung. Ohrhörer kaufen. Medizin kaufen. Kauf mal bitte Medizin. Und dann wirst du mal Ohrhörer bestellen. Wo war denn das jetzt? Bestellung hier. Ohrhörer kaufen. In blau, grün, golden. Mach mal in orange. So, jetzt wirst du erstmal die Medizin bitte nehmen. Dann wird sich die Sam. Genau, die geht dann plaudern und die wird sich dann hier auch mal. Bestellung hier. Bestellung. Ohrhörer in Rot. Bei Rot passt gar nicht zu ihren Haaren. Dann kriegt der. Können wir die nicht hier rüberschieben? Egal, dann wählst du jetzt die roten. Und wir hoffen mal, dass das aussieht. Eine Alkoholallergie. Ach du Scheiße, Lilly. Ja, nimm bitte erstmal die Medizin. Geht das jetzt weg? Ja, sehr gut. So, dann hast du erstmal nichts weiter vor. Du bist noch im Plaudern. Aber die beiden Mädels haben heute eigentlich gemeinsam was vor. Denn es ist ihr Geburtstag. Und wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten damit zugebracht, um uns um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Aber die beiden Mädels werden heute noch mal verreisen, und zwar ins Wellness Center. Genau, die Sam und die Lilly. Nur die beiden, den Rest lassen wir zu Hause. Die Jungs können sich zu Hause um alles kümmern.
Da hatte sie überall rote Pusteln. Die beiden Mädels lassen sich halt richtig gut gehen. Zu ihrem Geburtstag lassen die es wirklich heute ganz entspannt. Ja, die haben genug Stress ständig. Da können sie heute mal ein bisschen ausspannen. Ich hoffe wirklich, dass es ohne Kuchen geht, dass sie altern, aber es müsste eigentlich funktionieren. So, was möchtest du? Bademantel anziehen. Und du? Bademantel anziehen. Okay, das könnt ihr machen. Oh, schön hier. Wer ist denn hier lang gewuscht? Der Caleb war Tore. Okay, es sind also die Umkleiden. Hier oben ist eine Bar. Ach, guck, hier draußen können sie meditieren. Wer kommt hier? Egal. Ihr plaudert jetzt ein bisschen. Gibt es hier keine Sauna? Oh, warte mal. Stopp mal ganz kurz. An Gedankenkonzentrationskurs teilnehmen. Und du bitte auch teilnehmen. Hört mal auf zu quatschen. Und jetzt mal hierher. Wer macht hier noch mit? Karim und Caleb. So, Mädels. Mal sehen, was das jetzt wird. Sieht alles sehr schick aus, was er hier anhat. Warten wir noch einen Teilnehmer oder worauf warten wir? Ach nein, geht los. Schön. Das T-Shirt. Moment, ich muss kurz auf das T-Shirt zeigen. Today is my cheat day. Da. Schön, nicht? Okay, Entschuldigung. Knack. Es sieht auch bei ihm sehr elegant aus. Macht euch das eigentlich Spaß? Nee, nichts mit Telefon jetzt. Also wirklich. Oh, Lilly. Was ist los denn? Oh, Lilly. Autsch. Ah gut, du bist nicht die Einzige. Das war der Sam schon zu so doof, ne? Da hat die keinen Bock drauf gehabt. Ist schon süß, was sie da machen, ne? Ist sie schwanger, die Trainerin? Was denn jetzt? Ja, Lilly, weißt du was? Du kannst ja erstmal auf Toilette gehen, wenn du magst. Verwenden. Ich soll mit aufhören. Und mal duschen gehen. Die Sam. Ach so, muss man das bezahlen? Kann das sein? Die Sam hat dann Hunger. Gibt es hier oben vielleicht auch was zu essen? Gibt es hier nichts zu essen?
Zu Mittagessen, schnelle Mahlzeit. Du kannst mal ein paar Cerealien essen. Arusch ist hier, Felix ist hier. Sonst ist hier gar nicht so viel, ne? Die Lilly ist duschen. Lassen. Wie lange musst denn du duschen, sag mal? Und dann wird sich die Lilly hier auch was zu essen nehmen. Zum Mittagessen. Ach, die Lilly nimmt sich einen Salat. Achso, den muss sie erst selber kochen. Na gut. Das ist ein Gehirndoping-Yoga-Kurs. Ja, ich weiß nicht so richtig, Mädels. Ist das was für euch hier? Ja, ist erstmal, ne? Was möchtest denn du? Jemanden umarmen, mit Matt flirten und ein Puppentheater kaufen? Das haben wir ja schon. Sonst ist hier an sich nicht viel. Bei Sam, ihr könntet ja dann hier oben, kannst du ja noch ein bisschen meditieren. Die Lilly isst jetzt erstmal. Und da können wir gleich mal die Teile hier nutzen. Einschalten. Nein, das können wir später mal machen. So, die Lilly isst und wenn sie gegessen hat, kann sie dann hier auch meditieren gehen. Dann geht dahin, dann geht Lilly dahin. Ach, Sam, du solltest dich bestimmt an die andere Richtung setzen. Wo guckst denn du jetzt hin? Oh, das ist auch schön. Hast du recht. Gebe ich dir recht? Und die Lilly, wo ist die? Die kommt. Was du es im Hand? Nee, gut. Die Lilly guckt auf. Ich mach mal kurz hoch. Noch mal hoch. Ja, gut, da hat Sam schon recht. Habt ihr dabei auch Spaß? Das ist eben nicht so, ne? Aber ihr seid tiefenentspannt dann. Das ist schon mal viel wert. Und ich würde denken, wenn die Lilly dann auch Level 2 ist, könntet ihr auch nach Hause fahren. 24 Minuten, ich würde denken, ihr seid tiefenentspannt. Die Lilly muss nicht unbedingt Level 2 der Wellnessfähigkeit erreichen. Jetzt haben wir hier noch eine Bar. Nein, wir reisen wieder nach Hause mit der Lilly. Denn der gute Eder hat auch noch eine Überraschung für die Lilly. Der möchte nämlich mit ihr in Urlaub fahren, mit ihr und der Kleinen. Und es ist jetzt, ich glaube, Donnerstag in Sim Zeit. Oder? Schauen wir gleich mal. Aber 25 Minuten sind auch rum. Und deswegen schauen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir bleiben im Ladebalken und sobald der Ladebildschirm beendet ist, melde ich mich zurück und ihr seht es dann morgen.
dahin, ciao, eure Phoenixa.